Und wir fahren dann als nächstes mit dem PT-Schnellboot den Fluss hinauf zum Kloster. Doch ich möchte jetzt zuallererst nochmal speichern, nochmal kurz hier einen Blick in die Karte werfen, ob wir hier noch einen Geocache zum Beispiel noch vergessen haben. Der müsste hier noch irgendwo rumgammeln. Wahrscheinlich wieder auf dem Dach. Was dann? Da ist er doch, guck. So, wollen wir eben mal speichern. Und wir haben 1000 Ausrüstungspunkte und damit können wir jetzt endlich den Bogen. Was haben wir denn? Durchdringende Pfeile möchte ich haben. Wir haben wieder eine Errungenschaft. Jetzt wird's ernst. Der Bogen ist zu 100%. Fertig. So, bei der Schrotflinte, was haben wir denn noch? Modifizierter Verschluss, verbesserte Mechanik, erhöht die Leistung und den Schaden. Ich glaube, das machen wir noch. Holen wir noch rein, dann gibt's hier, das Ding sieht auch mittlerweile schon sehr abenteuerlich aus. Gut, dann haben wir die auch am Start. So, jetzt möchte ich hier mal kurz reingucken, was haben wir noch? Wir haben hier noch ein paar Geocaches offen. Und, was haben wir noch? Eine Reliquie fehlt noch. Und, was haben wir noch? Zwei Gräber haben wir durchsucht, Hügelgrabräuberin müssen wir und Minenräumung. Die zwei Punkte haben wir noch. Die mache ich auf jeden Fall später. Lager haben wir alle entdeckt. Ich weiß nicht, wo die letzte Reliquie sein soll, ehrlich gesagt. Ich könnte mir aber vorstellen, ich mache jetzt einen ganz kurzen Roundup. Mal gucken, ob ich ihn drin lasse oder ihn rausschneide. Und wir gucken gerade mal, dass wir die zwei Geocaches rankriegen. Und vielleicht schalten wir ja dann damit eine Karte für die anderen Sachen noch frei. Auf dem Weg können wir natürlich noch gerade ein paar Sachen mitsprengen. Da vorne blinkt er. Falls wir jetzt da noch so ein paar Minen finden. Da ist doch schon mal eine. Ja, Brandpfeile reichen nicht. Wir müssen also da schon drauf schießen. So, der andere ist hier am Strand runter. Ja, da vorne liegt er. Sehe ich schon blinken. Was ist denn das? Ach, da geht's nur hoch und das Wasser. So. Damit haben wir die 10 Stück. Ach, und hier oben ist auch die fehlende Reliquie. Dann lass uns da nochmal kurz hingehen. Das machen wir auch gerade noch mit. Das sieht auch im Dunkeln so richtig, richtig schön aus hier, auch wenn das alles so ein bisschen ist. Alles so ein bisschen durcheinander und die soll da oben drin sein. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ah, kriegen wir. So, dann hier einmal hoch. Dann hier hin. Einen kleinen Balanceakt. Weg mit dir, du hässliche Taube. Das war wieder so eine Gammelsprung-Aktion. Wow, hier wollte ich hin. Ich wusste, dass hier in diesem Boot noch was ist. In diesem komischen Ding. Ich wusste es, irgendwo ist noch was. So, und der ist jetzt weiter unten. Nämlich hier. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brieftasche gehörte einem Vater. Die Namen auf dem Bild. Millie und Coco. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Ja, eine gute Frage. Auf dem Foto sehen wir die zwei Kinder vor einem Flugzeug. Vielleicht ist diese Familie hier mit dem Flugzeug abgestürzt und dann hier gestrandet. So, das hätten wir. Dann haben wir hier noch einen letzten Geocache. In der Ecke. Welcher sich ganz oben befindet. Natürlich. Da, wo niemand auch nur im Entferntesten auf die Idee kommt, hinzuklettern, da ist der Geocache versteckt.
Das ist übrigens, muss ich sagen, Tomb Raider ist das erste Spiel, bei dem ich diese ganzen Sammeldinger hier mitmache. Ach nee, ich wusste gar nicht, dass die Leiter hier noch weitergeht. Wie willst du denn da hochkommen? Die Leiter ist am Arsch. Na komm. 1, 2, 3 und... Hep. Ah, na gut. Hab nichts gesagt. Tüdelü. So. Den haben wir. Dann machen wir hier den Strand fertig. Komm. Da vorne ist einer, da ist einer, da ist einer. Können wir schauen. Hier haben wir alles in der Ecke. Da oben ist noch was, aber da können wir dann hier vom Lager aus hin. Schatzkarten haben wir. Schatzkarten sind ja normal in Gräbern. Das heißt, ein Grab fehlt auf jeden Fall noch. Also ein Grab fehlt in... Ich sollte auch meine Sätze dann zu Ende sprechen. Oh Gott. Ja. Hier halt hinzufinden. Ja. Hoppla. Hm, dann haben wir hier noch einen. Den wollen wir auch noch gleich mitnehmen. Das mache ich jetzt alles hier über diese Waypoint-Geschichte. Da will ich auch nicht zu lang suchen. Dafür haben wir das. So, gerade mal gucken, wie wir da am blödsten hochkommen. Wahrscheinlich von hier. Nein, von hier nicht. Dann müssen wir von da drüben hin. Ja, dann haben wir das nämlich auch. Ich werde diese Folge dann parallel zu der vorhergehenden einfach, oder es kann auch sein, dass ich es einfach auseinanderschneide. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es passt. Von der Aufnahme her. Mhm. Mal dumm gefragt, wie kommen wir da hier? So. Naja, dann hier. Siehst du, da gibt es auch hier noch ein gutes. Nur wie kommst du da rüber? Alter, wie soll das da, wie sollst du da hinkommen? Wir können jetzt hier durch das Loch versuchen zu springen. Ja, das war sicher unangenehm. Können wir hier an dieser... Ja, hier kommst du nicht hoch. Hm. Ach, guck mal da. Drei von 10 Minen. Da drüben ist auch noch irgendwas. Noch eine Kiste mit Bergungsgut. Die holen wir uns natürlich noch. Aber ich muss jetzt hier erstmal gerade rausfinden, wie wir hier oben dran kommen. Also was habe ich auch noch nicht gesehen. Ich sehe hier keinen Punkt zum Klettern. Ich sehe hier keinen Punkt zum Ziehen. Kann man hier irgendwo ziehen? Irgendwas zum Ziehen, nichts zum Ziehen. Hier kommen wir noch drauf. Also da bin ich jetzt hier gerade. Ah, warte mal. Jetzt habe ich es, glaube ich. Hier können wir so ein Pfeilerklettern machen. Achtung. Das ist natürlich alles so eine Glitch-Aktion hier. Also es ist glitschig. Nicht der Glitch von Fehler, sondern... Ich glaube, also das ist ja...
Alter. Also da. Was ist denn jetzt hier passiert? Also da müssen wir jetzt irgendwo hoch. Weil hier kommen wir nicht drauf. Und dann können wir uns da wahrscheinlich da so irgendwie... Also das habe ich ja... Ist jetzt so ein... Ja, wie soll ich sagen? Kritikpunkt. Ich kann mal gucken, ob wir irgendwas hier abschießen können. Nix. Wir können auch kein Seil hinschießen irgendwie, dass wir sagen, wir schießen hier mit dem Seilpfeil. Das geht auch nicht. Also wir müssen da wirklich irgendwie... Boah. Gut, ich versuche mich mal da hoch zu glitschen. Kann ein bisschen dauern. So. Ja, und dann plumpst du natürlich ab. Ist klar. Okay. Ich bin gerade, ob des fantastischen Designs hier von dieser Geschichte, bin ich einfach beeindruckt. Wer macht denn, was ist denn das bitte für ein Design? Also da kriege ich ja jetzt direkt einen Hasskasper. Was ist denn das hier? Ach, hier war mal drin. Hier war der andere. So, jetzt ist hier so ein... Ne, tut mir leid. Da kriege ich echt einen Zorn bei sowas. Weil ich sehe auch keine Möglichkeit, wie du da hinspringen können sollst. Wahrscheinlich musst du hier irgendwie mit einem... Ich kann mir vorstellen, dass das Loch damit was zu tun hat, aber ich muss ja, wenn ich durch das Loch irgendwas anvisiere, muss ich ja das auch sehen können. Da ist so viel Zeug. Wie kommt man denn da hin? Gut, eine Idee habe ich noch. Das war hier von diesem Podest. Dass wir von da aus da irgendwie ranspringen können. Kann mal gucken. Aber guck mal, wie weit wir da weg sind. Das kann's doch nicht sein. Ich möchte jetzt gerade mal von ganz da oben schauen. Ah, das ist doch, also... Da finde ich jetzt vom Level-Design oder vom... generell vom Design ein bisschen arschig. So. Ja, soll ich ja mit dem Fallschirm reinsegeln oder was? Das kann es ja nicht sein. Wir fahren mal darüber. Ah, warte. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich's. Wir haben doch hier diesen schönen Ponton. Oder Ponton. En français, si vous préférez. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Der spielt da eine Rolle. So, wenn wir den jetzt ein bisschen... ...bisschen da runterkicken. Na komm schon. Und jetzt... Und jetzt gibt das hier hoffentlich einen Selbstläufer mit dem Ponton. So, warte.
Da unten ist das Ding. Der Ponton müsste jetzt darunter gefallen sein. Hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, Alter. Ach, Lara, komm. Einmal hier den... Jawohl. So, der sollte ja jetzt irgendwo da unten liegen. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, müsste er ja hier... Ich zeige auch gleich, was ich damit vorhabe. Wir müssen nur kurz wieder hier hin. Alter Vater, komm, dann machen wir hier mal den kurzen Dienstweg. Sorry. So, der wird jetzt wieder hier oben liegen. Also gut, den müssen wir... Ah, auf die Idee musst du natürlich erstmal kommen. Also das ist natürlich... Ist schon arg grenzwertig. Wenn das jetzt wirklich so funktioniert. So, okay. Das Ding ist unten. Wir müssen irgendwie hinterher, ohne dabei zu sterben. Machen wir jetzt einmal so. Alles andere ist mir jetzt wirklich zu risky. Jawohl, der liegt da unten. Und jetzt können wir den hoffentlich dahin pushen, wo wir ihn haben wollen. Jawohl, das sieht auch schon mal gut aus. Ach, Lara. Alter, also manchmal... So. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der empfohlene Weg ist, das zu machen, aber ich gehe fast davon aus, dass es funktionieren wird. So. Also, wenn jemand einen anderen Weg dafür kennt, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Dann kommt noch einen. So. Oh. Puh, ey. Komm, gib mir das Ding mal her. Nee, nee, so, komm, einmal drücken. Nochmal drücken. Jetzt komme ich nicht mehr drauf, alter Vater. So, einmal hepp, nochmal hepp. Also, für so einen schwulen Geocache, ne? Sag ich jetzt mal nichts dazu. Falls das jetzt wirklich der gewünschte Weg war, der vom Spiel vorgegebene Weg,
ist die Ausbeute ein bisschen traurig. Gut, ja, nach der Aktion gehen wir gerade hier hinten das noch aufräumen und dann die letzten zwei Geocaches noch holen. Einer ist sogar hier gleich um die Ecke. Da ist er schon. Sehr schön. So, und der letzte, der ist hier oben. Ja, das muss halt auch ab und an mal sein. Schöne Kiste nochmal für 30 Bergungsgut. Da müssen wir ja auch gucken, dass wir ein bisschen noch was zusammenkriegen. Wir haben noch einige Upgrades zu kaufen. So lange haben wir auch nicht mal im Spiel. Und bevor ich am Schluss jetzt irgendwelche Viecher farmen muss, also natürlich mit dem Tiermörder mit dem Tiermörder-Skill, da kann man ja dann aus den Tieren quasi auch Bergungsgut gewinnen. Knochensammler hieß es, glaube ich. Gerade mal schauen, wo wir jetzt unser Seil hinschießen können, da drüben. Na komm, machen wir mal so. Ah, ist noch ein Stück. Och. Ja, es ist spät, es ist 2:30. Passiert. So, wo sind wir? Da oben. Wo wollen wir hin? Da hinten. Da oben auch noch hinten. Ach du Scheiße. Ja, gucken wir mal, ob wir das noch hinbekommen. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Balanceakt. Jawohl, wunderschön. Schön abgerollt. Und das Ding soll da hinten sich befinden. Damit hätten wir dann den Strand nämlich endgültig abgeschlossen. Was mir dann doch schon recht wichtig war. Und dann natürlich am Eingang. Wo auch sonst, hier oben. Damit haben wir alle Geocaches erledigt. Hier ist nur noch Pumpenmunition, die ist voll. So, der Strand ist bis auf die Minenräumung und die Hügelgrabräuberin komplett fertig. Bei der Hügelgrabräuberin weiß ich noch nicht genau, was man da machen muss. Aber das kommt dann auf jeden Fall im finalen Zusammenschnitt. Gerade mal gucken, ob wir hier irgendwelche Gegenstände sehen, mit denen wir interagieren können. Aber ich sehe hier nichts. Nee. Also wahrscheinlich wieder 5 irgendwas im Hügelgrab auseinanderbauen. Gut, ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich mal eine Aufnahmepause, mal das Ganze encoden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es dann mit dem PT-Boot weitergeht. Für alle, die das jetzt nicht gucken, geht es natürlich instant mit dem PT-Boot weiter. Die werden allerdings jetzt auch das nicht hören können. Deswegen speichere ich jetzt hier vorne und alles ist wie gehabt. Gibt dann einen längeren Zusammenschnitt und dann bin ich mal raus. Macht's gut. Ciao, ciao.